Als allererstes müssen wir uns nochmal angucken, worüber wir hier eigentlich reden. Wir reden darüber, dass er nur noch dich will. Was du tun kannst, damit er nur noch dich will, ist natürlich eine Menge, aber es gibt eben auch diese eine Grenze und das ist genau das Erste, womit wir jetzt hier starten. Guck, wenn es darum geht, was er will oder nicht will, dann reden wir von ihm. Das ist quasi sein Thema, das ist sein Blatt. Stell dir vor, du sitzt neben ihm auf der Schulbank. Mein Sohn wird dieses Jahr eingeschult. Von daher ist dieses Bild gerade ganz präsent für mich. Und er hat vor sich sein Zeugnis und du hast vor dir dein Zeugnis liegen. Und was da auf seinem Zeugnis steht, seine Noten in den Fächern, wie gut er war, wie oft er gefehlt hat, das ist alles bei ihm, das ist sein Blatt. Da können wir nichts mehr dran rütteln, da können wir nichts verändern. Was wir tun können, ist uns unser Zeugnis, unser eigenes Blatt anzugucken. Das sind nämlich die Dinge, für die wir etwas tun können, die wir verändern können. Wir können dafür sorgen, dass wir in Mathe besser werden. Wir können dafür sorgen, dass wir im Sport mehr Spaß haben. Wir können dafür sorgen, dass wir weniger Fehltage haben, indem wir uns gesund ernähren beispielsweise. Hier bei uns gibt es also ganz viel schon zu tun. Von daher müssen wir ihn mal lassen, wo er ist. Wir müssen akzeptieren, dass er als erwachsener Mann, und ich gehe davon aus, dass du dir einen ganz tollen Mann ausgesucht hast, dass du dir einen richtig, richtig guten Mann ausgesucht hast, also einen von den richtig, richtig tollen, weil sonst wäre das nicht dein Herzensmensch. Wir müssen dem also zutrauen, dass der selber als erwachsener Mann seine Entscheidung trifft. Und damit einher geht natürlich auch die Verantwortung dafür, wen er liebt und wen er nicht liebt und wann er in die Beziehung startet und wie lange er noch braucht für die Annäherung. Und ob er sich scheiden lässt oder eben nicht, all das passiert bei ihm aus seinem Zeugnisblatt. Jetzt darfst du aber nicht den Kopf in den Sand stecken, weil wir Frauen, wir beeinflussen diese Beziehung. Das heißt, mit uns, mit unserer Sozialisierung, mit der Art und Weise, wie wir auf den anderen zugehen, mit der Art und Weise, wie wir sind, mit der Art und Weise, ob wir uns verletzlich zeigen oder nicht, ob wir dankbar sind, ob wir uns entschuldigen, wenn wir respektlos gewesen sind. Diese Art und Weise prägt diese Verbindung. Ob er sich entschuldigt, steht auf seinem Blatt. Wann er sich entschuldigt, auch auf seinem Blatt. Von daher, das ist genau das, was ich meine, damit, dass wir Frauen die Stimmung in der Beziehung in der Hand halten. Wir beeinflussen, wie das Miteinander, wie der Umgang miteinander ist. Und da haben wir viel mehr Kraft als die Männer. Da haben wir viel mehr Einfluss. Das ist nicht 50-50. Auf gar keinen Fall ist das 50-50. Das ist eher 70-30, wenn nicht sogar 80-20. Das heißt, zu 70 oder zu 80% sorgt unsere Art des Umgangs mit unserem Mann, mit unserem Herzensmenschen dafür, wie der mit uns umgeht. Wie wir leben, wie wir eben leben. Welche Regeln bei uns gelten, wenn es ums Miteinander geht. Das bestimmen eben meiner Erfahrung nach überwiegend wir Frauen. Und von daher haben wir ganz viele Möglichkeiten. Gerade weil wir uns auf uns konzentrieren, auf unser Blatt, auf das, was wir zeigen wollen, die Art und Weise, wie wir uns präsentieren wollen. Und das unterscheidet uns von ganz vielen anderen Frauen. Es gibt heutzutage so viele Dating-Tipps wie noch nie zuvor. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die alleine bleiben, die nicht in die Beziehung kommen. Wie kann das sein? Wenn ihr mich fragt, liegt es daran, dass viele Dating-Tipps nicht darauf basieren, mehr Intimität und Nähe aufzubauen, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht mehr Interesse zu kreieren oder die Energie anzuheben, sich interessant zu machen, was auch legitim ist, was auch seinen Wert hat, was auch irgendwo seinen Rahmen hat. Aber meine Erfahrung zeigt, wenn wir ein gutes Miteinander wollen, wenn wir wollen, dass er sich nur noch für uns interessiert, weil es mit uns so schön ist, weil es mit uns so toll ist, weil es mit uns einfach, ja, sich einfach wohlfühlt, dann macht das natürlich total Sinn, dass wir Dinge dafür tun, dass das so ist. Was du ganz konkret dafür tun kannst, dass das so ist, dass sich dein Herzensmensch mit dir am besten fühlt, was du dafür tun kannst, ist natürlich ganz bewusst Nähe und Intimität aufzubauen. Und das hat nichts mit Abhängigkeit zu tun, das ist nicht needy sein, das ist ganz bewusst sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, um einfach ein schönes Miteinander zu erlauben und zu kreieren. Dafür kannst du beispielsweise dankbar sein, also wenn er etwas tut. Und vielleicht macht er davon gerade ganz, ganz, ganz viel. Vielleicht macht er auch nur ganz, 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 ganz wenig. Vielleicht nur 3% von dem, was er tut, ist etwas, was wirklich gut ist, wofür du ihm dankbar sein kannst. Dann lass ihn das wissen. Lass ihn wissen, wofür du gerade dankbar bist. Was macht das? Natürlich fühlt er sich besser. Natürlich fühlt er sich bestätigt. Natürlich hat er das Gefühl von, ich kann hier was erreichen. Ich kann die Frau, die ich mag oder für die ich mich gerade interessiere oder für die ich vielleicht gerade keine Gefühle habe, ich kann die erreichen. Ich kann bei ihr etwas verändern mit dem, was ich tue, ohne dass ich mir dafür jetzt ein Bein ausreißen muss und ohne dass ich dafür nachher kritisiert werde, weil vielleicht doch nicht alles perfekt war. Einfach Danke sagen. Versuch das mal. Der nächste Punkt ist Respekt. Das ist das, was mein Mann gerade getan hat. Der hat
der hat mich respektiert, der hat sich entschuldigt, der hat gesagt, es tut ihm leid. Das ist etwas, wie gesagt, was ich hier seit längerem schon lebe in dieser Beziehung und von dem ich nur sagen kann, voila, wirklich, wirklich gut. Nicht nur, dass wir für uns ein Ventil haben, um uns von Schuld auch zu befreien, ja, oder von Dingen, die wir getan haben, wo wir im Nachhinein denken, oh, so und so. Nicht gut gelaufen. Es führt auch dazu, dass wir noch bewusster werden, wenn es darum geht, was wir tun, was wir sagen. Weil wir eben wissen, okay, wenn ich das jetzt sage, werde ich mich danach dafür entschuldigen müssen. Habe ich keine Lust drauf, ich sag's lieber gar nicht erst. Das heißt, das setzt so einen Prozess in Gang. Am Anfang müssen sich die allermeisten ganz oft entschuldigen bei mir im Coaching. Und die wissen, okay, da gibt's echt noch einige Sachen aus der Vergangenheit, wo man wirklich nochmal sorry sagen muss. Und dann irgendwann wird das aber weniger. Und was das Tolle daran ist, ist, wir haben dann weniger Anlässe dafür, uns zu entschuldigen, weil wir unser Verhalten korrigieren. Weil wir verstehen, wenn ich das jetzt tue, wenn ich das jetzt sage, dann ist die Konsequenz eine Entschuldigung. Und um meine eigene, wie soll ich das sagen, Rückgrat zu bewahren, tue ich es eben nicht, weil ich weiß, ich werde mich dann entschuldigen müssen und ich will mich nicht so oft entschuldigen. Ich habe das Gefühl, ich mache ganz viel falsch. Das ist auch so ein Zwischenstep in diesem Tool, in diesem Element. Tun wir es dann eben nicht. Wir machen den Fehler gar nicht erst. Und das ist das Wunderschöne, das ist die Magie. Mal davon abgesehen davon, dass wir wertschätzen, dass wir nur Menschen sind, dass wir auch nur Frauen sind, dass wir eben auch Sachen mal falsch machen und dass es auch Teil vom Leben ist und dazugehört in der Beziehung, Dinge mal wirklich nicht so gut laufen zu lassen, sondern wirklich mal gegen die Wand zu fahren, führt es eben dazu, dass wir eben mehr schöne Zeit mit unserem Partner verbringen, weniger Situationen für Streit kreieren, weniger Situationen für Auseinandersetzung kreieren, weniger Situationen kreieren, in denen der andere sich schlecht fühlt oder in denen wir irgendwie uns dann im Endeffekt auch schlecht fühlen. Ob der andere sich jetzt auch entschuldigt oder nicht entschuldigt, sein Blatt, wir erinnern uns, ist sein Ding, hat nichts mit uns zu tun. Aber aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit ganz vielen Coaching-Kunden kann ich sagen, yep, irgendwann kommen die anderen hinterher, kommt die andere Seite, kommt dein Partner hinterher. Und dann, ja, dann wird es wirklich schön. Dann profitierst du nochmal mehr von einem wunderschön kreierten, von einer ganz bewusst wunderschön kreierten Beziehung. Die nächste Möglichkeit, um dich auf eine wunderschöne Art und Weise auch zu zeigen und mehr Nähe und Intimität zu kreieren, ist natürlich, dass du dich verletzlich zeigst. Dass du zum Beispiel sagst, was du dir wünschst. Dass du ausdrückst, was dich verletzt. Dass du aber genauso auch sagst, wo ist deine Grenze? Und Grenzen setzen ist natürlich ein Eingeständnis von, ich kann hier nicht weiter, ich komme hier nicht weiter, das geht für mich nicht. Ich habe hier eine Begrenzung und das ist natürlich immer auch was, was uns angreifbar macht. Der andere kann dann sagen, oh, was da und jetzt schon? Das ist natürlich aber auch was, was den anderen wissen lässt, wer wir sind und wie wir sind. Und hier kommt es wirklich darauf an, wie wir das tun. Wie wir also unsere Grenze setzen und wie wir zum Beispiel sagen, dass uns etwas verletzt. Und wie wir uns verletzlich zeigen. Wenn das was ist, wo du sagst, hey, da habe ich gar keine Ahnung, wie das geht. Ich kann das nicht. Ich bin immer nur diejenige, die sagt, was gemacht werden muss. Ich bin immer nur diejenige, die kontrolliert. Ich bin immer nur diejenige, die irgendwie hinterherläuft, irgendwie pusht, damit die Beziehung vorangeht. Aber ich bin nicht diejenige, die sich verletzlich zeigt. Dann bist du so wie ganz viele meiner Coaching-Kunden. Bewerb dich gerne unten in der Infobox und lass uns telefonieren. Es gibt die Möglichkeit, dich auf ein kostenloses Kennenlerngespräch zu bewerben. In dem Gespräch, wir finden raus, wo du stehst, wo du hin willst und wie wir dir dabei helfen können. Von daher, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Der nächste wichtige Punkt ist natürlich, und dazu gehört schon das Beispiel mit dem Blatt, dass wir eben Kontrolle abgeben, unangemessene Kontrolle abgeben. Alles, was den anderen betrifft, alles, was auf seinem Blatt passiert, das lassen wir am besten da. Guck mal, ihr habt diesen Mann vor langer oder kurzer Zeit oder gerade erst, je nachdem, kennengelernt. Und so wie der war, habt ihr den interessant gefunden, habt ihr euch verliebt, habt ihr gesagt, ja, das ist ein guter Mann, das ist mein Mann, hier gibt es eine Verbindung, ich möchte hier mehr, ich möchte in die Verbindung, in die Beziehung. Und was dann mit der Zeit passiert, ist, dass er Dinge tut oder nicht tut, sagt, nicht sagt, auf eine Art und Weise sagt, die uns verletzt, die nicht dementsprechend, wie wir es tun würden, was wir erwarten. Und diese Erwartungshaltung führt dazu, dass sich unser Bild von diesem Mensch komplett wandeln kann. Dass wir zwar die Verbindung noch spüren und die Liebe auch spüren, aber dass wir wollen, dass er sich verändert, dass wir wollen, dass er anders wird, dass wir wollen, dass er, ich weiß nicht, eine 180-Grad-Drehung macht, um unseren Bedürfnissen zu entsprechen. Meiner Erfahrung nach sind Frauen dafür prädestiniert, die mal verletzt wurden. Also wenn du in deinem Leben schon mal verletzt wurdest, enttäuscht wurdest, wenn dir schon mal wehgetan wurde, dann ist das Learning daraus für ganz viele, ich muss jetzt alles kontrollieren, ich muss alles in der Hand behalten, damit ich nicht mehr enttäuscht oder verletzt werde.
Das ist die eine Lösung. Die andere Lösung, aber das ist eher bei Bindungsängstlern dann der Fall, ist dieses, ich kann mich nicht mehr einlassen, weil dann werde ich verletzt. Du gehörst sehr wahrscheinlich zu der zweiten Gruppe, würde ich mal tippen, die dann eben wirklich versuchen, ja, die dann einfach aus dieser Angst heraus, ohne es zu spüren, in diesen Kontrollmechanismus reingeht. Das sind dann Frauen, die ihren Männern sagen, was sie anziehen sollen. Das sind dann Frauen, die ihren Männern sagen, wohin beim Date und wann und wie und was und das alles selber auch noch organisieren und ihn dann am besten noch abholen und wirklich alles einfach übernehmen wollen, damit sie nicht enttäuscht werden, damit es schön ist, damit es so schön ist, wie sie es sich wünschen. Und die Idee dahinter verstehe ich. Und den verzweifelten Versuch, nicht wieder verletzt zu werden, den kann ich total gut nachvollziehen. Aber es führt eben dazu, dass der andere mehr und mehr und mehr das Vertrauen in sich verliert. Und auch das Vertrauen in dich, nämlich das Vertrauen dahingehend, dass er dich glücklich machen kann. Indem wir nämlich kontrollieren, sagen wir dem anderen, du kannst mich nicht glücklich machen. Du kannst mich nicht beschützen. Du kannst nicht den Schmerz von mir fernhalten, den ich nie wieder erleben will. Wir sagen damit nur, ich muss das selber tun. Ich traue dir nicht. Ist natürlich etwas, was uns vermeintlich in Sicherheit wiegt, ist aber auf der anderen Seite etwas, was diese Beziehung komplett aushöhlt. Ja, was die Dynamik zwischen dir und deinem Partner einfach kaputt macht. Die schöne Dynamik, die noch am Anfang da war, alles, wofür du ihn geschätzt hast, wird nach und nach mehr zu dem, wie du es machst, wie du bist, wer du bist. Das ist ein Ausdruck von dir. Das sind dann so Männer, die sehen aus wie ihre Frauen. Die haben dieselben Sachen an, die haben dieselben Farben an. Das ist dann so wie aus einem Guss, weil klar ist, hey, sie ist irgendwie scheinbar hier die Shopping-Expertin und hat ihn eingekleidet. Sowas nicht. Er verliert damit all seine Maskulinität, all seine Männlichkeit und vor allem er verliert natürlich damit all die Ecken und Kanten, die spannend waren für dich noch am Anfang. Einfach nur, weil du Angst hast. Wenn das dein Thema ist, unten in der Infobox findest du den Link zu meiner Webseite. Meine Lieben, ich wünsche euch, dass ihr erstmal euer Dankbarkeitsexperiment startet, egal wo ihr da gerade seid mit eurem Partner, egal ob ihr gerade im Cold War seid, also gar nicht miteinander sprecht oder im Kennenlernen und er hat sich schon lange nicht mehr gemeldet oder ihr seht euch regelmäßig, aber es läuft nicht gut. Schickt ihm 2, 3 Dankbarkeiten pro Woche. Und dann lehnt euch zurück. Mehr gibt es nicht zu tun. Das ist alles, worum es geht. Und schreibt mir gerne eure Erfahrungen damit unten in die Kommentare rein. Meine Lieben, ich freue mich, wenn ich euch gleich in meinem nächsten Video wiedersehe. YouTube hatte einen Vorschlag nur für euch, damit euch in eurer Situation jetzt am allerbesten geholfen werden kann. Von daher klickt gleich mein nächstes Video an. Ich freue mich, wenn wir uns da drüben sehen. Bis dann. Tschüss.